Hallo Hexerfreunde, herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 zu einer Gwent-Folge. Wir waren ja in der letzten Folge hier auf dem Maskenball und haben gesehen, dass hier ein Gwent-Turnier stattfindet. Und das habe ich aber erstmal außen vor gelassen, um die Quest nicht zu unterbrechen. Und deshalb habe ich das Kapitel nochmal gespielt, um dieses Gwent-Turnier der Vollständigkeit halber mitzunehmen. Damit die Folge nicht ganz so lang wird, habe ich die Fehlversuche diesmal rausgeschnitten. Und nun viel Spaß. Offenbar wird hier Gwent gespielt, kann das sein? In klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aus sehen. Da war ein Croupier. Wie langweilig. Ich möchte mit jemandem plaudern. Dann geh. Alleine? Wie langweilig. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also, spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten, also dürfte er alles oder nichts spielen. Okay, das kommt mir jetzt eigentlich gerade ein bisschen sehr ungelegen, muss ich sagen. Aber ich befürchte, dass wir das nur einmal machen können, dieses Turnier. Wir können anfangen. Nun, jetzt musst du es zurückgewinnen. Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Wir können anfangen. Ja, ich mache tatsächlich nochmal einen Versuch. Anführer wechseln. Was haben wir denn da zur Auswahl? Verdopple die Stärke deiner Belagerungseinheiten, sofern kein Horn des Kommandanten in der Reihe liegt. Durchsuche deinen Nazi-Stapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Ne, ich glaube, da bleiben wir bei dem. So, die Finte behalten wir. Strömender Regen. Dann haben wir hier wieder Catwin-Belagerung. Sag mal, das ist ja der gleiche Scheiß, den wir eben hatten. Das sind fast die gleichen Karten. Na toll, jetzt haben wir extrem dichter Nebel und strömender Regen. So, und wir sind am Zug. Schwerer Feuerskorpion. Ich würde sagen, wir nehmen Detmold. Imperia Brigade. Fernkampf, Belagerung. Okay, das ist Belagerung. Dann setzen wir jetzt mal das dachte ich mir, Arschloch. Aber damit ist da die Karte auf jeden Fall los. Und hier haben wir ja Fernkampf. Und ich neige dazu. Ne, eine Karte müssen wir noch setzen. Ach, der
der setzt nichts Gutes. Der setzt nichts Gutes. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Wir holen uns jetzt zurück den Detmold. Ja, den hat er schon mal gesetzt. Oh, das ist jetzt sehr ärgerlich. Die hätte ich mir nämlich holen können von ihnen. Der hat sich, durfte jetzt zwei Karten ziehen, der Arsch. Der passt. Der hat jetzt gerade gepasst. Was passiert, wenn ich jetzt auch passe? Okay, wir müssen auf jeden Fall eine setzen. Und jetzt passen wir. Er hat sich wahrscheinlich alles für die letzte Runde aufgehoben jetzt. Und wir sind am Zug. Und wir setzen direkt mal hier so ein... Das war... Fernkampf. Gut. Der Leto. Ja, da setzen wir den mal gegen. Aber der hat auf jeden Fall mehr Karten als wir noch. Einheiten. Da guckt ihr das an. Ist doch zum Kotzen. Klirrende Kälte. Das ist kein Problem für uns. Der wird uns nicht viel bringen. So, und jetzt heißt es hoffen. Wobei, der hat ja die klirrende Kälte gesetzt. Der hat ja bei sich die Einheiten schon rausgenommen. Sehr unschlau. Denn jetzt hat er nämlich gar nichts mehr. Karte verbrannt von uns, aber wir sind immer noch wir können jetzt nur noch passen im Grunde genommen. Wir können jetzt das Wetter aufheben, theoretisch. Warte mal. Nee, das macht nicht viel Sinn. Ha, okay. Ja, haben wir gewonnen, die Runde. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Ja, dann hau mal rein. Wir können anfangen. Tja, Niederlage. Jetzt musst du es zurückgewinnen. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Wir haben aber auch, wir haben ansonsten noch keine...
Ja, die kriegen die keinen Satz, keinen anderen Satz vollständig. Scoyatel. Ne, wir kriegen keinen anderen Satz vollständig. Das ist der einzige Satz, den wir vollständig kriegen. So, finden haben wir dreimal. Die nehmen wir raus. Ich weiß gar nicht, was die da drin war überhaupt. Ah. Wieso ist eigentlich... Also, okay. Gut, nehmen wir mal los. So, klirrende Kälte, Horn des Kommandanten, zweimal. Es ist ein Kreuz, es ist ein Kreuz. So, der Gegner ist am Zug. Ja. Machen wir jetzt. Eigentlich würde ich ihn gerne noch ein bisschen locken, dass er noch ein bisschen was rausschmeißt. Nahkampf. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Karte. Verstärkt alle Einheiten in der Reihe. Sich selbst eingenommen? Nee. Ausgenommen, wollte ich gerade sagen. Damit ist auf jeden Fall schon mal stärker als wir. Ich würde sagen, dass ich jetzt passe. Ja, das gleiche hat er im Spiel davor auch gemacht. Scheiße. Das habe ich mich gerade vertan, das wollte ich gar nicht.
Das wollte ich gar nicht. Ich habe das gar nicht gesehen, dass das eine Spezialkarte eben war. Mit der wir jetzt so nachgezogen haben. Wir können jetzt keine weitere Runde aufgeben. Ich will nochmal eben gucken. Und ziehe zwei Karten. Welche waren denn die zwei Karten, die er nachgezogen hat? Ich weiß es gar nicht. Aber eins weiß ich. Warum der jetzt selbst die klirrende Kälte gewählt hat, ist mir unklar. Ich möchte Yennefer jetzt noch nicht setzen, ehrlich gesagt. Wir brauchen aber noch 5 Punkte. Beziehungsweise 6 Punkte. Also müssen wir hier so eine Ballista setzen. Und er verbrennt unsere Karte, der Arsch. Das ist unglaublich. Also das, ich könnte jetzt gerade schon wieder echt kotzen. Ja, scheiße, sag ich nur. Echt scheiße ist das. Der hat uns voll gebockt, der Arsch. Hier nochmal gucken. Ah, mal sehen, was das wird. Ja, ja, war klar. Er haut jetzt wieder 23 Karten raus, ne? Ne, doch nicht. Gut, dann kommen wir jetzt mit dem. Ja, ist eigentlich völlig egal. So, jetzt mal schauen. Mhm. Zwei Karten nachgezogen. Muss kurz mal lesen. Ja, setzen wir einfach mal. Ja, dann noch die hier. Mal schauen. Jo, und wir haben gewonnen. Wahnsinn. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Herr Marius Florin. Sein Amulett aus Zeugeknochen lässt ihn angeblich immer gewinnen. Natürlich könnte ich das kommentieren, aber... Oh, noch ein Spiel also. Ich weiß nicht, wie viele Spiele müssen wir denn hier machen? Wir können anfangen. Und wir haben, glaube ich, Karten dazu gewonnen. Aber nicht für dieses Set, wahrscheinlich Square Tell. Oder auch nicht. Ne, Monster haben wir dazu gewonnen. Hier. Ja, das bringt uns gar nichts, weil da haben wir erst 3.
heißt, wir müssen auf jeden Fall mit unseren nördlichen Königreichen weiterspielen. So, wir haben strömenden Regen, Einhorn des Kommandanten. Schwierig. Jetzt muss ich kurz meinen Controller wechseln. Super gemacht. So, ja, da sind wir wieder. Kurz den Controller gewechselt. Der Akku war alle. Ich hatte eigentlich gar nicht mit dem Gwyn-Spiel hier gerechnet. Und ich werde dieses Gwyn-Spiel wahrscheinlich komplett als einzelne Folge machen. So, aber jetzt muss ich mal kurz überlegen hier. 6-6, die hat... Also der nervt mich eigentlich immer hier, plus 1. Den können wir gebrauchen, der hat sich gelohnt. Ich neige dazu, das jetzt so zu belassen, wobei ich gerne noch eine Finte hätte. Aber wir spielen damit, würde ich sagen. Ein Eisriese. Schön. Ja, und er verbrennt natürlich direkt mal unsere Karte. Belagerung. Ja, hätte ich vielleicht ein bisschen schlauer machen können. Wir könnten jetzt verlieren. Wir könnten ihn aber auch einen ersten Tritt verpassen. So, den Monsterriesen konnte er liegen lassen. Und wir haben noch eine Karte nachziehen dürfen. Und was machen wir? Wir stärken ihn ein bisschen und ziehen zwei Karten nach. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir passen. So. Ja, er hat First Stannis liegen lassen, interessant. Wahrscheinlich will er den sich mit einer Finte zurückholen. Und der haut nochmal so eine Kanone raus. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Nun gut. Ja, wir hauen jetzt einfach mal alles raus, was wir haben. Ja. Wir fangen an mit... mit dem. Eredin. Aha, aha. Horn des Kommandanten also. Gut, dann mal weiter. Gutes Wetter.
Interessant. Hat er nichts mehr, oder? Aha. 50 hat er da jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das packen, glaube ich nicht. Alter Schwede, alter Schwede. Oh, der haut's aber raus da. Das packen wir nicht, oder? Ich habe jetzt auch keinen Bock, das durchzurechnen. Wir probieren es einfach aus. Jetzt passt er. Nee, das packen wir nicht. Wobei, wir können jetzt noch eine Karte nachziehen. Und da nehmen wir dann natürlich die Ballista. Und es könnte sein, ich glaube, es klappt. Ja, wir haben jetzt schon mehr. Und haben gewonnen. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Spiel. Es ist so öde, dass es schon weht. Bravo, die liebliche Dame bringt dir eindeutig Hauptstadt der Welt. Glück. Herr, trotzdem lassen Sie solche Sünde niemals gehen. Wie langweilig. Ja, und wir haben eine neue Karte gewonnen, Rittersporn. Die gucken wir uns gleich mal an. Optionen. Nee. Ach, gewinnt Kartensatz, so. Eine Heldenkarte sollte das sein, ne? Oder? Heldenkarte? Was ist das für eine Karte? Wir haben noch Rittersporn gewonnen irgendwo. Ah, hier. Okay, ist eine Einheitenkarte. Nahkampf. Und der kann verdoppelt die Stärke aller Einheitenkarte in dieser Reihe. Ja, das ist doch nicht schlecht. Das klingt gut. Gleich mal dazu nehmen. Also Sonderkarten damit erreicht. So, es war Kaiserreich Nilfgaard. Können wir Rittersporn hier auch setzen? Ja, sehr schön. Haben wir da mal reingepackt. Direkt mal überall reintun. So, und wir müssen jetzt aber gucken, dass wir bei nördliche Königreiche eine Karte entfernen. Dann nehmen wir blaue Streifen haben wir dreimal. Wir nehmen den Sigismund Dijkstra raus. So. Ja, damit können wir beim nächsten Mal dann weitermachen. Sind wir schon von den Und abhängig, wirtschaftlich. Ja, das war mal wieder eine Gwind-Folge. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.